auf die, die Morgan Speed 8. Und die haben, früher hatten die das Auto auch für Le Mans benutzt und hatten Probleme gehabt. So, hier kommen wir zu... Oh! Autsch. Meine Güte. Okay, die Tür war zugemacht, aber der war schon overcommitted, der war schon innen. Und ja, als Bentwood die Tür zugemacht hat, kam er rüber und flog er eigentlich. Bentwood, nicht dein Lieblingsfahrer, kann das sein? Du hast ein paar Probleme mit ihm gehabt in der Vergangenheit, glaube ich. Nee, eigentlich gar nicht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also, ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Er hat nur in der Vergangenheit öfters mal so den bewusst bedacht wegmachen. Jetzt sind wir in der Situation hier nochmal gerade. Leider nur gerade das Ende ein bisschen des Vorfalls. Wie die Viper noch ein bisschen rausrutscht. Ja. Der hat es relativ gut hingekriegt, das zu halten, den, ja, aber den wir Viper mal grade, ohne in die Mauer. Der Michael Bentwood ist bis nach links gefahren, hat er gesehen, oh, die Viper kommt rechts, ist wieder ein bisschen rübergezogen. Dann hat sich die Viper einfach verschätzt, der Fahrer ein bisschen.